Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP. Immer noch mit dabei, der Tagun. Moin Leute. War gerade etwas geistig abgelenkt. Ich hatte gerade schon gedacht, ich würde schon wieder aus dem Internet rausfliegen. Nein. Alles bestens. Dann ist gut. Ja, wir machen uns. Damit wir unsere Tools reparieren können, habe ich nochmal schnell eine Toolforge gebaut. Entschuldige, ich wollte ja nicht ins Wort fallen. Nee, macht nichts. Gut. Wir machen uns heute noch ein bisschen weiter Ausrüstung, aber das sollte jetzt schneller gehen. Ich glaube, Toolbots können wir mal 2-3 machen. Ja, das dürften 3 reichen. Wir brauchen auch noch Spitzhacke und Schaufel und Schwert. Warte mal, eine Axt. Na, Tools bau du mal und reparieren, wie gesagt, da brauchst du ja nicht die eiserne Toolforge für. Reparieren kannst du auch mit der ganz normalen, das funktioniert auch. Ja. Okay, wo? Hätte ich gerade blind, oder? Da, die habe ich nochmal fix zum Mitten, habe ich die gebaut. Irgendwie fehlt dann. Na, was? Was fehlt dir? Hier dieses kleine. Also den Inge habe ich gerade rausgenommen, ne? Nee, ja, den meine ich aber nicht. Da fehlt mir dieses kleine Verbindungskreuz. Das. Ist das nicht hier das Taft-Dingskreuz? Nee, nicht das Taft. Davon gibt es nur eine kleine Version für. Ja, das normale, ne? Ach, ja. Geld? Ja. Naja, dann bauen wir es nochmal. Oh, verdammt. Ich muss erst Steine besorgen. Cobblestone. Ist es denn wahr? Wir haben kein Cobblestone. Ist unglaublich. So weit kommt es noch, ne? So. Und Cobblestone, da sollten wir ja mit hinkommen. Ja, dann müssen wir das nochmal schnell gießen. Wir haben auch nur noch einen Brass. Reicht das dafür? Das sollte reichen, oder? Ich bin am falschen. Hier. So, da ist es. Wollte ich doch gerade sagen. So. Und wieso sind da noch Strings drin? Ich glaube, da hat sich wohl irgendeiner was gemacht. Oh, die Strings packe ich da auch nochmal mit rein. Das sind nicht meine. So, wir müssen mal. Da ist, wie gesagt, nur ein einziges da. Ein Aluminiumbrass. Ups. Das reicht. Offenbar. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich schmeiß es mal rein. Ja, im Notfall können wir ja erstmal schauen. Naja, wir müssen das schon, ne? Also muss ja drüber gegossen werden, ne? Wenn wir das den Blank nicht haben, dann ist blöd, ne? Ja. Aber was ich jetzt mal gerade machen kann. Weil ich auch nicht. Ich muss mal gucken, ob wir da hinten noch irgendwo Aluminium haben. Ich darf keine einzige Truhe öffnen. Ach doch, hier sind ein paar. Hast du welche? Nee. Versuche mich gerade mal so ein bisschen ins Lager einzufinden. Osmium, Aluminium brauchen wir ja nicht, ne? Wir brauchen Aluminium plus noch irgendwas. Was war denn das? Kupfer? Kupfer. So, Alulu habe ich. Aber jetzt fehlt uns Kupfer. Kupferdust. So, ich habe alles. Also zur Not müssen wir halt noch ein bisschen hin und her schmelten, wenn es zwei sind. Ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis ist beim Dust. Ist immer blöd. Ich glaube, ein Dust ist genau wie ein Ingot. Also eins wird dann zu eins da drin. So, jetzt haben wir hier erstmal das. Also Copper habe ich, wenn wir noch brauchen. Nein, es funktioniert. Hat genau gereicht. So, hier, dein Binding ist da drin. Nur, das Lustige ist, die Dings ist weg. Die was? Das Steinteil? Ja. Na, das von dem das Binding habe ich jetzt gegossen. Das Lustige ist, das Stone Inlay ist weg. Normalerweise gibt's doch das wieder. Normalerweise ja. Vielleicht hat der Freak. Vielleicht hat Frivo ja da irgendwas eingestellt. Achso, hast du jetzt umgestellt auf Cyan, ne? Auf Bronze. Jo. Gut. Alles gut. Alles wird gut. Wir sind noch drin, Bronze. 21. Bisschen mager, ne? Ich hol nochmal. Ja, ich glaube, ich bin aber auch fertig. Ja, bis man so bronzetechnisch wenigstens ein bisschen ausgerüstet ist, ne? Da geht schon so einiges drauf. Gut, was hatten wir uns gemerkt?
22 waren das, ne? Dust. Genau. Ich komme mir so wohl 22 noch irgendwas fehlen. Mit, aber ich. Oh nein, jetzt habe ich das wieder da rein. Also irgendetwas fehlt mir noch, aber ich weiß gerade nicht was. Eine Axt fehlt noch, ein Hatchet. Ja, Hatchet kannst du ja aber noch, kannst du ja noch bauen. Und ein paar Ingots brauchen wir ja sowieso wegen Reparare. Wir müssten dann auch gleich nochmal pennen gehen. Ja. Ne, Hatchet müssen wir aber auch nochmal machen, so ein Steinbild von. Weißt du, was mir gerade auffällt? So, nee, lass uns mal schnell pennen gehen. Ich muss noch ein Brine Rack hauen. Weil sonst fehlt eins. Ich habe ja noch den für den Ingecast habe ich ja das Ding noch in der Tasche. Ach. Weil die müssen wir ja noch mitnehmen, sonst können wir ja nichts reparieren. Dann können wir da oben gar nicht anfangen zu bauen, da wo du deine Hütte hinhaben möchtest. Ich glaube, da können wir auch gleich mal mit anfangen. Haben wir denn irgendwie Gold über? Ja, ja. Das ist. Wie bitte? Haben wir Gold oder? Ja, ein bisschen Goldaub. Weiß nicht, ob der reserviert ist. Hier habe ich, sehe ich 4 Goldblöcke und noch ein Stack Gold in Gott. Da gönne ich mir mal kurz 2. Weil dann können wir nämlich hast auch. Hast du Gold gefunden? Ja, habe ich. Wunderbar. Dann Tool Station. Zack. Da kann man ja auch einschmelzen hier, um diese Gussform zu machen, diese Patterns. Weißt du, was ich meine? Nee, nicht wirklich, aber ist auch nicht ganz so wichtig. Ist nicht ganz so schlimm. Hier, gut. Diese Cast, die hier überall sind, die kann man auch aus Gold machen. Ach so, ja, Und daher. Wo willst du die jetzt aus Gold machen? Sind doch kein Stück besser als die aus Brass. Naja gut, ist wurscht. Mach ist wie du willst. Ich dachte jetzt, das würde schneller gehen. Ja, wenn du Gold auf Tasche hast, klar, logisch. Ja. Der hat auch noch gefehlt, oder was? Ja, das hat auch noch gefehlt. Ach, Mensch. Gold ist unten. So. Das Teil ist jetzt auch wieder weg. Ja, hab ich ja gesagt. Die lösen sich dann anscheinend in Wohlgefallen auf. Mhm. Das ist wohl in dem Pack so. Normalerweise kriegst du die ja wieder und musst sie von Hand wegschmeißen. Hier werden sie automatisch weggeschmissen. Jetzt warte mal ganz gut, kurz. Und ein Rack ist ja noch. Und können wir dann noch den Inge dranhängen. Fertig. Da mache ich aber direkt daraus einen Mattock. Dann haben wir das auch schon fertig. So, wie viel ist denn noch? 19. Ich hau mal die nächste Ladung rein, ne? Jo. Hau dann aber nur 21 rein, weil wir ja noch 3 übrig haben. Und hoffe, dass wir damit hinkommen. Dass dann das glattdrogen wird, dass wir keine Zinn-Ingots übrig haben. Mhm. Im besten Fall wäre er dann leer. Ich mal sagen würde, ich glaube, wir können schon mal ein bisschen so weit rüber gehen, kann das ja erstmal laufen lassen und dann schon mal so ein bisschen anfangen drüben abzubauen, oder? Ja, können wir sofort machen. Ich will nur mal gucken, ob sich das gerade zieht und ich muss auch noch 5 nachwerfen. Ja, jo. Das kann man noch gerade abwarten. Oder ich mache jetzt schon mal so, ich gehe schon mal rüber und schau mal ungefähr, wie ich mir das vorstelle. Genau, hast du Fackeln? Habe ich nicht. So? Solltest du mitnehmen, weil Fackeln mit Fackeln abstecken macht einfach den schlankeren Fuß. Ja, das stimmt. Haben wir Molten Copper übrig. 7 Stück. Hau ich nochmal 5 nach. Lava. Hier sind auch keine Lava-Buckets mehr. Hier sind nur leere Buckets. So. Also
glaube, ich habe so ungefähr so einen Plan, wie ich mir das vorstelle. Ja, das ist doch nicht schlecht, wenn du schon weißt, wo die Reise hingehen soll. So, und ich muss jetzt noch auf das perfekte. Ja, das könnte so klappen. Kann man so machen. Ach Kacke, haben wir immer noch zwei Ingots übrig und 6 Nuggets. Ja. Naja, wie auch immer. Nein, halt. Ich muss ja erst den Inge reinlegen. Gut, ich wollte da jetzt erstmal dann Ingots draus machen, ne? Ja, kannst du machen. So. So ein paar Ingots davor sind immer eine Schlecht. Also ich habe mal die Uhr angeschaltet und die Redstone Clock meine ich und 100. 101, 102, irgendwie sowas, knapp um den Dreh rum, Ding war raus. Das ist schon mal nicht schlecht. Ein bisschen warte ich noch und dann bringe ich schon mal ein paar mit zum Rappen. Jo, das wäre nett, danke. Und ein Table, wie gesagt, Toolstation habe ich auch in der Tasche. Top vorbereitet, der Mann. Bench. So, 15 Stück nehme ich mal mit. Das muss erstmal reichen. Und der Rest fährt da so vor sich hin. Oh, ach, da habe ich es so. Ah, hier drin bin ich. Ja. Ich wollte gerade. Dachte ich mir, dass ich hier so einen richtig schönen Eingang reinmachen kann. Ja, dann kannst du hier so eine kleine Brücke vielleicht noch drüber machen oder sowas, weißt du? Sieht bestimmt ganz nett aus. Das könnte nicht schlecht aussehen. Ja. So. Zack. Zack. Machen wir aber mal hier einen schönen Eingang rein. Packel hier mal ein bisschen, ne? Das wäre nett. Danke. Ganz so viel kann ich auch nicht fackeln. Nur so das Nötigste. So. Und jetzt fackel ich mal dir hinterher. Ich habe nämlich nur noch 36. Muss ich noch welche basteln gehen? Ja, ich mache jetzt erstmal hier nur so ein kleines Räumchen. Dann fange ich an, auch mal offscreen hier ein bisschen auszuheben. Nö, ist okay. Ja, sieht doch schon nach Raum aus. Ja. Da können wir auch Hauptsache ist so weit ausgefackelt halt, dass das irgendwie nichts spawnt. Ja, das wollen wir eh nicht. Nee, das ist blöd, wenn du gerade am Arbeiten bist und auf einmal macht's hinter dir zu spumm. Davon habe ich so ein paar Geschichten. Das ist extrem uncool. Nee, darauf kann ich echt verzichten. So. Mach doch den Magneten an, weil ich hasse das. Gerade wenn du mit den 3x3 Werkzeugen arbeitest und du musst jedes Mal laufen gehen, um den ganzen Mist aufzusammeln. Mich stört das nicht. Also ich bin schon so ein ruhigerer. Ja, das ist ja kein Cheaten, das ist nur eine Arbeitserleichterung. Ja. Wenn man faul ist. Ja, aber ich muss sagen, da bin ich ehrlich. Generell bin ich wirklich so die faulste Person, die es gibt. Aber bei sowas. Da kann ich ja, man gut. Muss es sich aber auch nicht schwerer machen, ne? Geht gut. Kommen wir nach hier noch eins rein. Oh, schon Kohl in der Bude. Ja, schon mal. Ja. So. Hast du dir Holz mitgenommen? Natürlich nicht. Gut, ich hol mal Holz. Weil du wirst sicherlich die eine oder andere Kiste brauchen. Ja, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Ja, da könntest du vielleicht sogar recht haben. Dann bringe ich auch gleich noch ein bisschen Kohle mit, falls wir noch ein paar Fackeln basteln müssen. So, wir haben im Moment einen krassen Überschuss an Dark Oak.
Ach, war der Marcel wieder mit der Lumber-Ex unterwegs? Nee, das war ich. Oh, okay, oder so. Aber auch nicht so dolle, also von daher. Und, wir haben ein bisschen wenig Kohle. Ja, wenn er... Das mal so. Ich habe jetzt mal 32 mitgebracht und nehme noch ein bisschen Cobblestone mit und dann... Ach nee, Quatsch, Cobblestone hast du ja da. Wir müssen gleich erstmal einen Ofen bauen. Ja, das wäre nicht schlecht. Weil ich habe 5 Stacks Holz jetzt mitgebracht und dann machen wir uns einfach nochmal wenigstens einen zu Kohle. Oder du findest noch Kohle. Ja, die Kohle habe ich hier schon am Haus drin. Naja gut, okay, nee, dann lassen wir das erstmal sein und dann erstmal hier nur. So. Eine Blackbench. Dann machen wir erstmal 4 Stück. Erstmal eine Doppelkiste. Jo. Stelle ich dir hier eine Doppelkiste hin und da sind ist 32 Kohle drin und das restliche Holz. Jetzt habe ich aber ganz vergessen, jetzt habe ich dir meine Würkchen gestellt. Das geht man so gar nicht. Da du musst schnell eine neue bauen. Zeug rein. Kennst du schon einen Trick mit der Crafting Table? Dass du ihn noch umbauen kannst? Ja, ich weiß. Dann nochmal reinpacken, kleiner machen. Aber ich mag eigentlich die ganz, die großen eigentlich lieber. Du kannst ja hier sogar ein Lab Furnace bauen. Ja, den kenne ich wenn auch. Wenn es ganz kompakt mag. Mhm. Also dann, also noch viel kleiner geht dann, glaube ich, nicht, ne? Nee, da wird es ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, ob das mit Microblocks noch einer geht, weil das ist ja auch mit drauf. Das wäre echt mal interessant. Das müsste man mal testen, ob das geht. Ob das da nur Deko ist oder. Hat Baum hier hinten eine Bedeutung, weil da ist noch Kohle in der Wand? Da wollte ich die Kohle gerade mal bauen. Ah ja gut, okay. Oh, hier ist schon draußen. Okay. Da gehört eine Fackel hin. Ja, jetzt würde ich hoffen, dass. Ja, hier werde ich was angleichen müssen. Oder? Na, da musst du wieder zubauen. Ist auch. Das ist ja das Schöne an Minecraft. Mhm. Nee, hier damals war ja, wo ich hier den Streetiker kennengelernt hatte, da waren wir ja in diesem Projekt dabei, dem AOT. Das wurde dann später nochmal ein bisschen weitergeführt in der neuen Staffel. Das hat mir da wirklich so gar nicht mehr gefallen. Da wurde dann wirklich noch so Physik eingebaut, da musstest du Stützbalken einbauen und so weiter. Da habe ich gesagt, nee, das ja, Bakerman, der genau. Bakerman und Butzemann, die. Ja, die spielen immer so ein bisschen sehr hardcore-mäßig, weißt du? Ja. Also generell ist. An einigen Stellen mag ich es aber schwerer, bin ich ehrlich, aber das war mir dann doch schon ein bisschen zu schwer. Also ich bin auch wirklich so die Person, ich baue einfach drauf los und will dann nicht noch großartig darauf achten, dass er noch für Seko gut ausbalanciert ist und dass Feng Shui noch richtig ist. Ja, nee, das ist so. Das ist. Auch schon Kupfer. Soll der Absatz hier wirklich drin sein? Ich muss mal schauen, wie ich das hier mache. Das muss ich. Ah, ja, gut, okay. Das ist, wenn das erstmal nur grob ist, dann ist. Nee, das ist. Oh, dann hier noch eine Fackel hin. Erz passt. Ich will jetzt erstmal schauen, dass ich hier so ein bisschen was ausgehoben habe. Was mache ich jetzt hier? Die Erde wollte ich ja noch draußen benutzen. Da kann man noch schön hier Kobbel rein. Ja, sonst haust du eine Sied rein oder. Boah, Quatsch. Cobblestone, Kupfer natürlich nicht. Der Blödsinn. Nee, ich muss echt mal schauen, wie ich das jetzt hier alles was zu sein. Also so ein. Sag dir, den Grundstock hast du da. Was haben wir vergessen? Eine Tür oder was? Ah, nee, das Bett. Ja, ein bisschen dunkel, ne? Vielleicht sollten wir mal die Betten von drüben rüberholen und mitnehmen. Ja, das können wir machen. Stellen wir die kurzzeitig erstmal dahin, wo wir am Bauen sind. Hallo, Plato. Ewige Hin- und Hergerenne, das ist wie. Nee, das ist nix. Selbst würde ich sogar extra die Tür auf. Aber ausgefackelt ist ja halt korrekt. Von daher.
Gut, gut. So. Die Folge ist jetzt auch schon wieder vorbei. Komisch, ich finde in den letzten beiden Folgen wirklich nur, weil wir ins Bett gehen, ne? Naja, dann ist das halt so. Ne? Ich habe meins abgebaut und mitgenommen. Ja, mach ich halt auch mit meinem. Ja, einfach drüben erstmal hinstellen. Ja. Normalerweise habe ich ja immer so ein Wanderbett mit im Gepäck. Ja, ich glaube, hier kannst du das natürlich... Wenn es ein Schlafsack wäre, würde ich finden. Gibt es den hier überhaupt? Das interessiert mich gerade. Ne, ein Sleeping Bag gibt es hier nicht. Schade. Ja, nein, ich guck nochmal. Ne, den gibt es nicht. Ja. Schade. Wie gesagt, bei Space Astronomy. Hm? Aber ich bin dann jetzt hier erstmal wieder auf diese Folge. Sehr schönes Ding. Ist bei mir aber buggy. Echt? Ja, nee, das ist ja auch noch eine ganz frühe Beta, ne, das Kompakt. Ja, okay. Ich hab da keine Ahnung, ich hab mich noch nicht reingeschaut. So, aber jetzt beende ich dann mal hier diese Aufnahme. Oder jetzt die Folge erstmal. Oder hast du noch Zeit oder musst du schon los? Nö. Alles okay. Gut. Würde ich sagen, welche Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht. Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch beim Zwittiger vorbei, beim Trivolo. Könnt ihr auch mal beim Tagun vorbeigehen und mal wieder schauen, was der da so alles gemacht hat. Ne? Uralte Folgen gucken. Ach, alt ist nicht immer schlecht. Nee, aber ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.